Willkommen, wunderbar. Hallo, T-Shirt, war der Flieger Kreide? Ja, ja, ja. Also, wir wollen euch so ein klein wenig durch unsere Geschichte führen. Das heißt also durch unsere Stadt Köln in erster Linie. Und das heißt, irgendwie hängt man an dieser Stadt, wenn man irgendwo im Ausland ist und ist zusammen. Und dann wird man dann gefragt, und dann küsst er her. Und dann heißt er, wie ist das Köln? Und sie ist dann von welchem Pedro? Dann Dürr. Aber nichtsdestotrotz, auch diese Kante hängt an unserer Stadt. Und ich sage immer noch, ich will zurück nach Köln, oder wie man sieht, Oliver verzenziert über unser Fürstenfeld. Ja, ich sage jetzt ja nichts mehr, ich würde sagen, wir starten direkt. Ne? Einfach, oder? Genau, wir haben festlich begonnen, wie sich das gehört für diesen Rahmen. Jetzt, ich merke schon, der Herr Plus gibt uns ein bisschen Rhythmus und wir sagen jetzt einfach, ich will wieder ein, wir wollen natürlich nicht nach Fürstenfeld, auch nicht nach Jürgen, tut mir leid. Wir wollen natürlich nach Köln und das Ganze geht folgendermaßen. 1, 2, 5, 3. Ich will wieder ein. Du alle, auch
sind. Ich stelle in jeder Zeit und Welt. Unter anderem werdet ihr gleich feststellen, aber ich möchte mal zurückgehen. Mittlerweile, wenn Sie heutzutage auf eine Sitzung gehen, dann geht es nur bom, 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 bom. Und dann, ne? Ja. Ich bin dann der Curfew, ne? Oh, 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 kennt er, ne? Ja. Aber der Curfew, der ist schon so alt. Der ist schon so, die meisten wissen das nicht, der ist schon 50 Jahre alt. Nämlich nicht der Millwich hat ihn geschrieben, sondern er hat ihn bekannt gemacht, sicher. Aber geschrieben wurde das von einem Fritz Weber. Und in den 60er Jahren gab es in Köln einen Redner, er nannte sich selber der Debejung von Köln. Er war so ein kleines Vorbild für mich, so ein Idol, wie man so sagt. Ne? Ich hatte immer bewundert, der war so schlagfertig. Aber für mich der beste Interpret des Liedes Ich bin in der Kölschjung, ja, kennt ihn noch. Der Horst Mühs. Und wenn Horst Mühs der Kölsche Jung brachte, dann klang das ungefähr so. Pass auf. Als Kind hatte ich mir was geholfen. Ich leid, ich wollte nur ein Kamelchen helfen. Ich wohne mich draußen. Boy.
herzlich und bin immer eben ein Schutzmann. Ich bin der Kampfschirm. Leve.
Sieht ja fantastisch aus, wenn man mit oben steht auf der Bühne und sieht und Tausende von Menschen da. Da hat man nur ein Gefühl, ich sage mir mal, nee, ist das schön, ne? Nee, was ist das schön? Bin ich gespannt. Nee, was ist das schön? Na gut, aber das passiert ja immer. Das ist ja das Schöne, das ist ja live. Ne? Da kann das immer passieren. Ne? Das muss man. Ja, du machst ihn schon. Ne?
Es war nämlich ein Geschenk, sondern der geheimste, den ich habe gefunden, die Kneipe. Das war tatsächlich zusammen in Las Vegas, weißt du noch? Ne? War sehr schön, ne? War super. War super, ja. Tja, aber ich kann das so sehen. Da fallen mir so einige Geschichten aus der Vergangenheit ein. Die will ich aber jetzt natürlich nicht sagen. Ist ja seine Frau nebenan, sitzt ja nebenan. Deswegen. Aber ich sage euch eins: In Köln gibt es schon mal die Situation, dass man sich gerade zu der Jeckelzeit, die haben wir ja gerade, sind wir ja gerade mittendrin, 11.11. ist ja gerade vorbei, in der Jeckelzeit unheimlich viele Leute kennenlernen bei netten Gesellschaften, wie auch immer, zum Tanz. Und wie das alte Sprichwort schon sagt, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Man darf nicht wissen, wie sie heißt, man darf nicht wissen, wo sie wohnt. Ich will nicht wissen, wie du. Hey. Thank you.
herzlichen Dank. Hier vorne habe ich schon gedacht, ihr zwei Namen, Sie sollen Arme und ich, die Waffen am Einschlafen. Es gibt Nachwuchs nach der Show auf jeden Fall. Nachwuchs, ja, meinst du? Auf jeden Fall. Aber ich bin der Meinung, wir sollten mal an das denken, was wir überhaupt im Fastelovend machen. Ihr kennt das bestimmt, ihr kennt das doch, ne? Diesen Scheißegal. Wenn der Hund ist, muss der Eier leben. Wenn der Arm ist, muss der Unglück leben. Scheiße ja, scheiße ja. Ob der Hund ist oder Arm. So, jetzt machen wir folgendes Mal. Wir versuchen jetzt, den Hahn hier ins Senftöpfchen reinzuholen, indem wir die Hände mal nach oben nehmen. Ist eigentlich, dass wir das jetzt seit 35 Jahren parodieren. Das wollen wir ja.
Und in diesen 35 Jahren musste man ja immer wieder mal so ein klein bisschen springen. Und gesagt, ach komm, ja, wieder mit dem Brustschatz hier. Ja, so was haben wir erlebt in 35 Jahren. Da habe ich gedacht, da müssen wir was anderes bringen. Und da kam uns eine Idee. Und zwar, ihr alle kennt Behalbehaaren können. Ne? Aber für die Auswärtigen ist das ja nicht selbstverständlich, dass da eine Röcke mit Gießen ist. Ne? Und wir haben uns mal gedacht, stellt euch vor, wenn ein Franzos nach Köln kommt, nach Früh oder nach Sion und bestellt sich eine halbe Hahn oder falsch vielleicht sich ja noch der Kürbis, das geht schnell hier, dann sind der halbe Hahn und dann klingt der mal so. Ich frage, was er entwickeln kann. Worauf er sagt, der halbe Hahn. Das ging schnell. Ich fühlte mich im Wiener Wald. Ein altes Ich mit Bob Fritz. Doch was er brachte, war ein Witz. Nicht meine Spur von Ähnlichkeit, von Art zu sehr, weit und breit. Er war so komisch anzusehen. Glaubt ihr vielleicht, es wäre schön, nicht mal ein Flügel. Er roch sehr stark und war schon kalt und außerdem noch ziemlich alt. Das Ganze war mir viel zu lasch. Es war Baguette mit Frontal. Und da haben wir Hahn in Köln bestellt. Wieder singen. Meine Güte, die aber schnell. Du hast ja immer die kurzen Lieder ausgesucht. Ja. Aber das ist auch richtig so. Ich bin dabei. So, ich komme mal hierher. Bist du dann mal so? Immer noch, aber das hört doch schön. Wo das eben so schön geklappt hat mit den Liebesliedern, muss ich noch eine kurze Liebesgeschichte erzählen. Und zwar, wie soll ich damit anfangen? Dieses Lied habe ich vor geraumer Zeit, das muss aber mindestens 15 Jahre her sein, mit einer Band gespielt, wo ich das Musizieren mit angefangen habe. Die Jungen hießen die damals. Und wir hatten einen wunderschönen, ich habe übrigens bald keine Batterie mehr, ich kann nur sagen, ich sehe das gerade hier, hier leuchtet es rot, lieber Markus oder Norbert. Mal gucken, ob das das Lied durchhält. Und da war ich das erste Mal verliebt in eine junge Dame. Sollen wir jetzt machen? Ja, dann mach jetzt. Okay, dann musst du ja. Dann mach ich das so. Kann man ja auch so machen. Ja, ist ja so gemütlich hier, deswegen kann man das so machen. Nochmal den Deckel. So, und zwar war ich damals sehr verliebt in eine junge Dame. Nur wie ich das eben schon erklärt habe, im Kölner Karneval ist es ja oftmals so, dass man diese Damen leider nie mehr wieder sieht. Und gerade diese Dame liegt mir noch oder lag mir sehr am Herzen. Und es wäre schön, wenn ihr euch ein bisschen beeilen könntet, mit dem die Worte auf. Der liebe Norbert zu unserem Mann fürs Fußball. Tja, und das geht, jetzt muss ich mal gucken, ob wir vollkommen auf Sendung sind. Ja, heißt folgendermaßen: Hey, kleine Clown. Hey, kleine Clown, wo bist du bloß? Hey, kleine Clown, die Stadt ist groß. Hey, kleine Clown, komm und melde dich bei mir. Denn meine Gedanken sind immer bei dir. Der Himmel über Köln ist im Morgen Traum. Dann ist er schon Mittwoch und es fällt wie im Saum. Im Auto, da liegt noch ein Abmaß von dir. Bist du jetzt bei mir? Ich will alles dafür. Noch für eine Stunde, ich dich fasse Lärm. Ich hoffe und ich stimme, trotz all dem Lärm. Doch dann sagst du plötzlich schon, ich muss jetzt los mit dem Fastelorn. Da ist für dich ja jetzt Schluss. Hey, kleine Dame, wo bist du los? Hey, kleine Dame, die Stadt ist groß, ein kleiner Klang, komm und melde dich bei mir.
Natürlich liebe ich dich sehr, aber auf meine väterliche Art und Weise schön, dass du mit uns hier diesen Tanz gemacht hast. Herzlichen Dank. Marisa, du. Ja, das haben wir hatten im Oktober, da haben wir in St. Maria Gefängnis unser jährliches Konzert und da freuen wir uns immer ganz besonders drauf, weil da viele Freunde sind. Und da hat der Hannes das hinter meinem Rücken eingefädelt. Wir hatten die Nummer im Programm, aber wir haben sie nicht so im Programm gehabt. Und da haben die mich überrascht mit dieser wunderschönen Tanzeinlage. Hat mich sehr gerührt und sehr gefreut. Von daher wunderbar, sehr schön. Freue ich mich sehr, dass die Dame heute hier ist. Bravo. Wo wir letztendlich dann wieder beim Thema Karneval sind. Ne? Wir kommen ja nicht drum herum. Der Hannes hat es ja eben kurz eingeläutet und angekündigt. Bei uns am Hühnerhof ist einiges los dieses Jahr und ich muss euch das sagen, es fällt mir doch ein bisschen schwer, weil ich habe so den Eindruck, dass über unserem Hühnerhof der Pleitegeier kreist. Und zwar ist es tatsächlich so, unser Hahn hat sich in den letzten Jahren ein wenig gehen lassen und die Hühner haben sich gedacht, gut Hahn, wenn du das so handhabst, haben sich einen Nebenjob angeschafft. Die Hühner sind jetzt tatsächlich Flugbegleiterinnen bei Chicken Wings. Einige von denen arbeiten in der Legebatterie die ganze Nacht und der Hahn kommt morgens früh raus und sagt, so, wo sind meine Hühner? Und die sind alle weg, die sind Geld verdient, weil er schlecht gewirtschaftet hat, unser Hahn. Und da sagt er sich, pass mal auf, ich habe hier so einen großen Hühnerhof. Ne? Stell ich mir die Frage, wie damals der Jupp Schmitz. Wer soll das bezahlen? Yeah.
Ich hab so viel Geld, ich hab so viel Trinkgeld. Ja, das ist ja schön. Ach, komm, 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 pass mal auf, ja? Kannst du mir mal sagen, wo du jetzt herkommst hier? Aus der Schweiz. Mit kurzem Zwischenstopp in Landsberg am Lech. Kennst du das? Ey, das ist ein Klingelpuls von Bayern. Ja. Du brauchst aber schneller. Was verkehrst du denn in der Schweiz? Du machst ja keine Kies. Was mache ich keine Kies? Ich habe in der Schweiz so viel Kies gemacht. Ich kann das sagen. Ich habe da einen Steuersparvertrag abgeschlossen. Wann hast du? Ich habe jetzt eine Verbeid von dem Ding. Ja, und jetzt? Ab in der Ball. Ganz so schwer. Ich habe heute in den Nachrichten gehört, er heißt ja Freigänger, ne? Er darf ja tatsächlich raus zwischendurch. Letzte Woche hat man ihn gesehen hier mit seinem Kollegen, da mit dem, wer ist denn noch hier, der Rolex-Kalle? Ja, kennen wir. Und der Alimentes-Franz. Ja, wirklich. Aber wirklich, pass auf. Und als er die Anstalt verlassen hat, die haben ja eine Anstalts-Chefin da, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, haben die Chefin da, die Chefin hat gesagt, so Herr Hönes, denkt dran, wenn ihr das die Straßenlaterne wieder angeht, bist du wieder zu Hause. Ne? So einfach ist es, so als Freigänger. Aber mal ganz ehrlich, der Mann ist prominent. Tja, höchste Sicherheitsstufe. In München nennt man das P1. Und genau daher hat er sich jemanden kommen lassen. Der steht jetzt an seiner Zellentür. Ehrlich. Hey, geh doch mal ab, hey. Da wohlgemerkt auch ehrenwertere Nebenjobs. Also es gibt ja so das eine oder andere, die unsere Hühner schon bewiesen haben, sich was nebenbei zu verdienen. Ne? Zum Beispiel kann man sagen, ja, ich kenne das auch von früher, habe ich selber gemacht, Regale eingeräumt im Supermarkt. Toller Nebenjob, kann man sich was nebenbei verdienen, Lattenwische machen sozusagen. Und da fällt mir ein, wenn ich einen Türsteher sehe und den damaligen Besitzer von diesem Supermarkt, ne? Die haben ja tatsächlich die gleichen Ansichten. Die sagen sich, das junge Gemüse darf rein. Dauert ein bisschen. Aber das Gammelfleisch muss draußen bleiben. Das ist nicht mein Ich sag dir nicht Gammelfleisch, so, ich will doch mal aufdrucken. Weil du aber vorsichtig, ne? Oh, ja, ja. Habe ich dich gerufen? Ja, mein Name ist Horst Schlemmer, ne? Ich bin jetzt.
Ich bin jetzt in Rente, ich habe so ausgemustert. Ja, ja. Das ist so. Und seitdem bin ich nur noch im Scheiße, im Supermarkt am Aushelfen. Ne? Da kannst du dir von denen hören. Langsam in Rente. Aber wo ich den Supermarkt sehe, komme ich direkt wieder aufs nächste Thema. Stichwort Supermarkt. Ich habe sie jetzt gesehen. Alle habe ich sie gesehen. Bei diesen Supermarktketten haben sie Schlange gestanden. Die schönsten Kostüme wurden sich ausgesucht. Eben Netto, Daitos, Karnevalswirts, Metro, überall. Die besten Kostüme. Wo manchen reicht das ja nicht. Ne? Die gehen ja selbst vor einer Kostümsitzung sogar noch zum Arzt. Und, okay, was? Du meinst Lippen aufspritzen? Das ist Probensitzung. Und das Kühlsitzung. Und das Recht, Dirk, hast du recht. Auf
schicke die, das hab ich jetzt noch. Wenn du das Radio anschaltest, hast du manchmal den Eindruck, es klingt alles gleich. Ein Einheitsbrei, oder? Ja, guck mal hier spannend, wenn du das verstehst.
liebe Freunde, lasst uns die Hände nach oben nehmen und klatschen wir zum Dank. Wir heben von der Erde ab. Wir 200 Jahre, und ein Tag, ich freue mich, wie jeder kleine Tag, so hat doch nicht. In der Zukunft, das noch nie, fast der Augen doch, der kommt dann gleich. Das ist höher für uns, sie reinte, sie kennen nur, da ist ein Ente, und doch wisst ihr auch, was davon abhängt, jeder ist im Stress, der kommt in Tee. Zukunft, aber ich meine, ganz ehrlich, ich denke, ist Rauchverbot, was macht ihr hier da raus? Leck mir den Tisch. Tja, wir spinksen in die Zukunft und es ist natürlich für uns sehr interessant, was passiert in der Zukunft? Ne? Ich habe mir jetzt gerade überlegt, so, die Malis hat ja so in den letzten Jahren so, wer singt in Zukunft einfach unser Motto-Lied? Mama, die haben es ganz kurz. Eine 18-jährige Blondine, 1,80 Meter groß, schlanker Fuß, mit folgendem Motto-Lied. Sie ist ein Model, sie sieht gut aus. Und haut jedes Jahr ein Lied zum Motto raus. Senftöpfchen auftreten. Da. Ich hatte immer gedacht, dass Senftöpfchen wäre in Düsseldorf. Ist das jetzt in Köln? Nein, in Düsseldorf gibt es ein anderes Theater. Du bist also, aber hier mitten im Herzen von Köln. Von Köln, ja, habe ich gemerkt. Ne? Der Pfarrer sagt, der Senf hat mich hier abgesetzt und hat gesagt, jetzt bist du im Senftöpfchen. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das ist aber schön, dass du mal im Senftöpfchen bist, ne? Wo ich ja jetzt nächstes Jahr aufhöre, ne? Ja. Aber ich schreibe noch immer weiter. Ja? Ja, ja. Also die Motto-Lieder kommen immer noch von mir, ne? Auch in den nächsten 25 Jahren, da bin ich erleben, dass meine Motto-Lieder hier gesungen werden. Jetzt singt man das Motto-Lied, das machen wir mal alle zusammen. Ich komme von hinten, ihr klatscht. Ich gleich mal rüber. Schön. Ich bin beeilt, das ist doch klar, das Motto liegt wie jedes Jahr. Und wenn ich kann, bin ich gefragt, bin ich im Sommer, jetzt am Ball, auf Mars.
sehr schön. Tschüss, tschüss, tschüss. Ihr habt es sicherlich alle mitbekommen, unsere Malis hat am 11.11. tatsächlich ihren letzten Auftritt, ihren letzten öffentlichen Auftritt. Ich denke, sie wird auf der einen oder anderen Sitzung nochmal auftauchen gegeben. Das Mädchen hat wirklich so viel für Köln getan mit all ihren Motto-Liedern und das gilt ein großer Applaus, ob man bis nach Husse hört, für unsere Marie-Louise Nikuta. Bitteschön. Und das würde ich in den nächsten Jahren nicht erspart. Ich meine natürlich, wir freuen uns natürlich, dass es Motto-Lieder gibt. Aber das ist ja wirklich so, ne? Die Zukunft ist ja interessant. Gerade wir überlegen uns so, ne? Was machen wir in der Zukunft? Machen wir noch Parodien? Singen wir überhaupt noch vom Scheiße Jahrbert? Ich weiß ja nicht. Aber der hat bestimmte Erklärung, ich bin sehr gespannt. So soll es natürlich auch sein. Ne? Soll uns recht sein, oder lieber Bernd? Ja, siehst du. Aber lassen wir nicht nur in die Zukunft schauen, sondern auch ein wenig in die Vergangenheit. Nämlich diese Herrschaften, die unser rheinisches Liedgut geprägt haben, mit ihren Liedern, natürlich war die Malis definitiv eine. Ein paar Jürsche noch zurück, ja, mit einer, den kennen wir sicherlich alle. Unseren Willi Osthorn. Der hätte zwar nie von Hohn und Hahn gesungen, aber von anderen Knecht fühlt schon, und zwar von der Büsch und der ganze Krankenhaus besucht. Sitz und des Mittags gewöhnlich in der Büsch, weil es dort am schönsten ist. Der Finster stumm um und um immer flüchten Büsch, bei unserem und setz sich unter Tisch. Gibt's nur zu rechts, dann nur zu links, dann hätt's im Norden wie grau und gespitzt. Da süß und da hässte die Krause nebenan. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, mein Name ist Willi Osthorn. Legen die Mösch, die Mösch, die Mösch bei uns in die Mösch und setz sich mitten auf den Tisch. Die Mösch, die Mösch, die Mösch. Warten wir, die Mösch. Der Ostermann, auch einer, der in den Reigen gehört, der die wunderbaren Kirschen. Die Mösch, die Mösch, die Mösch. Genau, ist auch ein Vogel.
Ja, doch, oder? Ja. Spatz. Haben wir welche hier, die nicht wissen, was ein Büschel ist? Weiß. Fast du. Ich muss das mal erklären. Die meisten wissen noch nicht, wo der Name Büschel herkommt. Der kommt nämlich aus dem Französischen. Also Büschel ist ein Spatz, eine Meise. Im Französischen heißt das Moschee. Da nur nicht so blöd, das ist tatsächlich. Aber nichtdestotrotz. Genau so habe ich auch erstmal geguckt. Ja, genau so habe ich auch geguckt. Und das Paradoxe ist, ja, wir in Köln haben zwei verschiedene Arten von Mösch. Ne, Bilder. Der ist auch. Ne? Die eine, die fängst du, ja. Und die andere, die fängst der Ostermann an. Nee, ich muss sagen, die Texte von dem Ostermann waren sensationell und ich meine, es wäre mal an der Zeit, dass man einen so schönen Text wie die Mösch in eine moderne Melodie bringt. Alles wird hier modern, ne? Jeder will ja modern sind. Ich denke da an eine große Kölner Rockgröße. Aha, und wen? Von Bab, der Wolfgang Niedecken. Kennt ihr den auch? Wenn Wolfgang Niedecken jemals über die Mösch gesungen hätte, dann hätte sich das folgendermaßen angehört. Pass auf. Man kann auch nicht jetzt. Ist das lang her, dass ich jetzt in der Kirche saß? Ist das lang her, dass ich noch in der Kirche saß? Und ich hab, als die noch um mich zukommt, während für dich wie so manche Möschlen flog. Denn es lang her, dann ich für so etwas losstock. Und vor Enttäuschung, echt in die Kunst. Jetzt hoffen wir hier das Ende. Jetzt möchte ich gerne meinen lieben Freund, musikalischen Kollegen und Leiter eine Frage stellen. Bernd, der Hannes sagte gerade eine moderne Melodie. Wie lang ist verdammt lang her? 32 Jahre war die Melodie. Unumstritten ein tolles Lied, aber keine moderne Melodie. Und deswegen haben wir uns gedacht, naja, wenn der Herr Ostermann heute auf die Bühne treten will, dann sieht er aus, der hat noch kleine Hütsche an. Wir haben ihn für euch da, unseren modernen Ostermann. Das ist der Hauptteil. Ich bin Mateo, war ich da, war ich da, ich
das ist der Hardcore-Style. Hey! Klar, dass bei unserem Höhnerhof der Gangnam-Style der Hahnkamp-Style ist. Aber ich sage ja nach wie vor, man muss das auch ein bisschen einleiten und ein bisschen für den einen oder anderen vielleicht erklären. Die meisten wissen das ja. Wir sind ja tatsächlich ein Familienunternehmen hier auf der Bühne. Ne? Die meisten sagen ja, ja, kenne ich schon seit über 40 Jahren. Die Blumen und Blümchen, die zwei Brüder. Das stimmt ja gar nicht. Wir sind ja tatsächlich Vater und Sohn. Also für die Leute, die das noch nicht wissen sollten. Warum? Das ist wieder Blödsinn. Nee, nee, aber es ist wirklich so, ja. Und wie kommst du jetzt auf den, wie kommst du jetzt auf den nächsten? Aber pass auf, da macht man schon was mit, ne? So als so. Aber das erzähle ich euch am besten musikalisch, ne? Oder? Ich habe ja einen Freund, der ist Psychologe. Und er sagte, wenn du Probleme mit irgendwas hast, musst du darüber sprechen. Wir machen jetzt alle, die legen sich jetzt auf die Couch, ne? Gesprochen. Und jetzt versuche ich nochmal die Jugend und Kindheit zu verarbeiten. Hier an den ich muss mich konzentrieren und spielt doch ein absolut gut. Er zieht sich jeden Abend eine Maske auf und er spielt, wie es der Karneval verlangt. An Fasten laufend, ja, da hängt sie herzuhaft. Als Kind musste ich immer die Klamotte von meiner Schwester auftragen. Das ist doch irgendwie so ein bisschen geprägt. Ist doch viel ja jünger als du. Ich kann das alles nicht mehr machen. Kannst du mal vorstellen. Thank you.
das Leben und das immer wieder beim Thema. Scheiße, ja, wird weitergehen. Aber ich sage euch eins, wir waren eben kurz beim Herrn Willi und er hat wirklich so viele schöne Coaching-Lieder geschrieben. Und er sagt sich natürlich auch der ein oder andere bei dem modernen Kram, den man heute hört. Das war aber immer schon so und der Herr Willi hat das wunderbar mit folgendem Lied geschrieben. Wie hätte doch können, sind Engel acht verloren. Die wollen alle eher bringen so nett. Doch ist man selber, sie steht recht im Glauben. Ob man im Himmel oder Kämen hat. Der Fremde kommt, der ist doch so verloren. Als alle Deutschen, da schüttelt uns mal am Kopf. Date muss ich bloß, die Gänz von euch verloren. Stößt einem jedes Mal die Heimat vor. Ja, und die Hansi ist unge. Ach, das war das früher schön, doch in Kolonien. Wunderschön. Blendet man zwingend normale Kobertschicht. Alles muss ich machen, alles richtig schön. Blendet bis zur Erwin, Erwin, Apollonia. Still von Lösch und Heinrich Hans und Knutschel ging. Das war wunderschön. Sorry, ladies and gentlemen, my name is Paul Voss, and I'm proud to be here in the whole of you all. This is a Pfeffi. Eine neue Geschichte von, ich muss dazu sagen, am heutigen Abend ist natürlich auch die Literatenvereinigung hier vertreten und ich habe ein Lied geschrieben, extra für die Literaten. Ich nenne es einfach der arme Literat. Vergessen auf mich.
Die Eier und was denn los, so lange ist es noch nicht.
das war schon ein kleiner Appell, die durch unsere ganzen Parodien reichen. In der ersten Hälfte etwas von der neuen Parodie, jetzt von der vergangenen Parodie. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Aber nichtsdestotrotz, wir suchen etwas. Ganz dringend. Wir suchen es. Hast du dann in der Türkei Metinomi gehabt? Hast du nicht mehr gemacht? Die knallrote Patnas. Dann suchen wir die jetzt zusammen, ja? Auf geht's! Es ist morgens alle Fahrt, der was Monat und Nacht, wie ihr Vater in der Luft ist mit los. Wir noch fast abgekommen, zwei Nächte geschlafen, wo sind die Gedanken jetzt los? Es ist in Günde Woche, suche ihn und ein Stunden dort. Angebunden, ein knallroter Patnas, die du getragen hast. In die Grube gedort, er hat sich lang gedort, der Moment, den ich nie wieder vergesse. Und jetzt höre ich die knallroter Patnas. Sollen wir hier so einen kleinen Sprung machen, hier vorne an der Theke? Ja, können wir gleich machen, würde ich sagen, ja. Erst musikalisch und nachher ernst, oder was? Ja, ja, richtig, machen wir das. Ja. Mit den ganzen Lücken, Herr Dummel, die ich unterdrehe. Ja. Der schönste Platz ist immer an der Theke. Ja, an der Theke ist der allerschönste Platz.
Sie mir jetzt erneut jetzt erfahren, ob jetzt Schluss ist. Es ist für mich nicht Schluss, wir brauchen das. Nein, wir müssen mal Folgendes machen. Und zwar, die sind so anwältig, wie die Hörer sind und so. Das ist schön, ja. Ja, und ich habe, normalerweise bin ich hier in einem Alter, wo ich mir auch billiger die Jungen singen, die auf dem Sitz sind. Aber ich bin aber gespannt, ob du dann bei deiner eigenen auch noch schaffst. Wenn du mich nur bis hierhin eingreifst, ja. Hat einen Vorteil, ne? Ja, kann ich mein Grab selbst drehen. Genau, richtig. Aber nicht als Rumor. Ich muss jetzt Wasser bringen. Okay. Bring jetzt Wasser, genau. Das ist eine schöne Idee. Ah, ist doch warm mittlerweile. Ne? Ja, wunderbar. Und ich habe, den Körper, wie heißt der noch? Alpenrocker, ne? Ja, Volksrocker. Den kennt ihr bestimmt alle, ne? Kennt ihr doch, ne? Den Kavalier, richtig, ja. Den Resonanz, ne? Ich signaliere für die, um erfolgt zu liegen. Aber nein, er hat ein wunderschönes Lied geschrieben, wie er seinem Vater gewidmet hat. Und das Lied hat mich irgendwie berührt. Das fand ich gut. Und ich habe gedacht, nee, Beerdigungslied weiß nicht. Ich mache das so, als würde der beste Freund irgendwie die Ferne, aus beruflichen Gründen die Ferne ziehen und habe dann ausgemacht, einmal sehen wir uns wieder. Yeah.
gekommen sind. Genau das richtige Symbol, da steht ein lachendes und ein trauriges Auge, ein weinendes Auge. Und ich stelle jetzt sagen, wir sind hier, um Spaß zu haben. Und ich stelle jetzt noch hoffentlich noch uns in. Wir schunkeln noch ein wenig mit euch zum letzten Lied. Komm Mädchen, tanz mit mir! Yeah.
meine, ich das natürlich sehr gerne, gar keine Frage. Aber man hat so den Eindruck immer wieder, wir freuen uns ganz besonders natürlich, dass wir, wie schon mehrfach erwähnt, hier zu Gast sein dürfen. Es ist ein bisschen im Körper ein Ritterschlag, wenn man in dieser Busentempo spielen darf. Und wir haben schon wirklich sehr, sehr viel gesehen in Köln. Wir fühlen uns hier sehr zu Hause und sagen euch eins, ein Lied darf natürlich zum Schluss nicht fehlen, was unseren Hahn betrifft. Wenn er spät abends nach Hause kommt, singt er all seinen Hühnern ein wunderschönes Lied, die jetzt in der Liegebatterie an der Arme, die Arme und das gestorbene Herz. Ich hab euch alle lieb. Ich hab euch wirklich lieb, all meine Hühner. Ihr seid so wunderschön, so schön und so verstehen, dass alles gut ist.
Wir wären nicht blöd und blöd, wenn wir nicht zum Schluss noch unsere Nationalhymne drauf setzen würden. Aber an dieser Stelle möchte ich mich zuerst einmal bedanken bei all denjenigen, die es ermöglicht haben, dass wir überhaupt hier selbst dafür spielen konnten. An erster Stelle ist einmal genannt die Technik von unserem Haus. Unser lieber Jens, der so toll Licht und Ton gemacht hat. Dazu kommen unsere Techniker. Der Markus und der Norman. Wenn Sie mit einer Zeit gleich nach. Unser Norbert, glaube ich, der Markus ist hoch und gut. Ganz besonders Dankeschön gilt natürlich meinem Gewandmeister und meine Baccarat-Hose, Thomas. Danke sage ich auch unserem Keyboarder, den wir jetzt im vierten Jahr haben, die vierte Session haben. Er ist einfach genial. Bernd Kortz. Und was wäre um Lob und Wünsche heute noch, wenn ich nicht die Unterstützung von meinem Sohn hätte? Ich möchte mich auch besonders bedanken und wir haben hier mir tatsächlich drei Generationen auf der Bühne. Ich hoffe, sie ist noch da, liebe Marisa, bist du noch im Winter? Komm einfach mal nach vorne, zeig dich noch mal bitte. Herzlichen Dank an Marisa Blum. Am Norden von Hessen. Natürlich bedanken wir uns beim Hause des Selbsttöpfchens, dass es die Gelegenheit gegeben hat, uns hier spielen zu lassen. Und es ist wirklich für uns etwas ganz Besonderes. Ganz lieben Dank an die Herrschaften, die hier arbeiten, alles vorbereiten. Wir haben Schnittchen in der Galerie. Es ist ein Traum, hier zu sein. Und wir bedanken uns natürlich bei euch. Bei euch. Ganz besonders, dass ihr heute Abend hier hingekommen seid, an einem Montag. Herzlichen Dank. Thank you.
Petrus, hier stehst. Dann sagt der Petrus, heimlich, still und leer. Und jetzt einmal mit euch zusammen. Ich bin der Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin der Kölsche Jung und ungern lachen. Ich bin auch sonst nicht schlecht, ich bin hart. Ich bin nichts Wölsche, ich bin allein. Und noch einmal, alle zusammen. Ich bin der Kölsche Jung, was willst du machen? Dann muss ich ganz genau jetzt investiert kommen. Der Mann ist
wenn du kommst. So klang es ungefähr in den 60ern, wenn Horst Möss in der Kirche jung war. Drum wollte ich mich noch wiederkommen ins Heim. Lacht in den Lippen nur, dann will ich mich schon fangen. Denn wenn man nicht mehr lacht, dann ist auch geht. Sind doch die Untersprung, ob gar nicht erlebt. Sieh so wie wir, du wusst dich nicht. Und hast du große Lust, dann singen wir zusammen. Wenn du dann eines Tages am Himmel spürst. Es ist so, jetzt werden sich einige wundern, was machen die dann dort? Sonst singen sie immer vom Scheiße her, sind sie ja verkleidet. Aber wir haben auch eigene Lieder geschrieben, unter anderem werdet ihr gleich feststellen. Aber ich möchte mal zurückgehen. Mittlerweile, wenn Sie heutzutage auf eine Sitzung gehen, dann geht es nur bom, 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 bom. Und dann, ne? Ja. Ich bin dann der Kölschjung, ne? Oh, 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 kennt er, ne? Ja. Aber der Kölschjung, der ist schon so alt. Der ist schon so, die meisten wissen das nicht, der ist schon 50 Jahre alt. Nämlich nicht der Milowitsch hat ihn geschrieben, sondern er hat ihn bekannt gemacht, sicher. Aber geschrieben wurde das von einem Fritz Weber. Und in den 60er Jahren gab es in Köln einen Redner, er nannte sich selber der Lebejung von Köln. Er war so ein kleines Vorbild für mich, so ein Idol, wie man so sagt, ne? Ich hatte immer bewundert, der war so schlagfertig, aber für mich der beste Interpret des Liedes Ich bin eine Kölschjung, ihr alle kennt ihn noch, der Horst Möss. Und wenn Horst Möss der Kölschjung ohne Musik leben.
Also ich muss sagen, von dir aus bin ich ja nichts. Ich bin das erste Mal. Ach, da sind Sie ja. Nette Mensch jetzt. Ach, so, ja, Türkei ist er gewesen. So weit angereist. Die Familie Weiß hier. Herzlich willkommen. Wunderbar. Hallo, T-Shirt, hatte der Flieger klein? Ja, ja, klar. Ja. Also wir wollen euch so ein klein wenig durch unsere Geschichte führen. Das heißt also durch unsere Stadt Köln in erster Linie. Und das heißt, irgendwie hängt man an dieser Stadt, wenn man irgendwo im Ausland ist und ist zusammen. Und dann wird man dann gefragt, hey, wo küsst du her? Und dann heißt es, wie ist das Köln? Und sie ist dann von welchem Fedel? Sie ist dann Düren. Und, aber nichtdestotrotz, auch diese Kante hängt an unserer Stadt. Und ich sage immer noch, ich will zurück nach Köln, oder wie man sieht, Oliver verzählen Sie jetzt über unser Fürstenfeld. Ja, ich sage jetzt ja nichts mehr. Ich würde sagen, wir starten direkt. Ne? Einfach, oder? Genau, wir haben festlich begonnen, wie sich das gehört für diesen Rahmen. Jetzt, ich merke schon, ihr habt Lust. Gebt uns ein bisschen Rhythmus und wir sagen jetzt einfach, ich will wieder ein. Wir wollen natürlich nicht nach Fürstenfeld, auch nicht nach Düren und bereits. Wir wollen natürlich nach Köln und das Ganze geht folgendermaßen. 1, 2, 5, 4, 3. Ich will wieder ein.